Wofür bist du dankbar, Ludwig? Davis Grimm. Hallo. Mein Name ist Forrest. Sarah. Die Lilly. Laurens. And John. Anna. Lia. Sophia. Chris. Mauro. Junge, ist der krank. Dave streamt zurück zu seinem YouTube-Element. Seht ihr mich? Hallo, guten Tag. Jedenfalls melde ich mich zurück zu Dave Streams YouTube-Kanal an diesem wunderschönen Sommertag. Und zwar, worum soll es denn heute gehen? Mit dieser wunderschönen, melancholischen Musik im Hintergrund. Und zwar fragen wir heute einfach mal die Weggefährten, wofür bist du dankbar in deinem Leben? Das ist jetzt kein großartiges polarisierendes Thema, aber das brauche ich heute. Wofür bist du dankbar? Falls sie es noch nicht getan haben. Subscribe this channel. Let's go! Lieber Baum, dein Name bitte. Hallo. Mein Name ist Forrest. Forrest Gump. Ja, okay, sehr schön, sehr schön. Die heutige Frage, lieber Forrest. Wofür bist du dankbar? Also auf jeden Fall bin ich dafür dankbar, erstmal geboren zu sein. Okay. Ich bin dankbar, dass ich Wein trinken darf auf jeden Fall. Okay. Ich liebe es, ja. Ja. Ja, und einfach das Leben genießen, aha, Abi fertig haben. Einfach schön. Schön. Forrest, danke dir auf jeden Fall. Faust darauf. Also Ast, sorry. String! Wofür seid ihr dankbar? Gibt es irgendjemanden, der schon anfangen möchte? Okay. Ich bin sehr dankbar für meine Freunde. Sind deine zwei Freunde neben dir wahrscheinlich? Ja. Okay, schön. Wie lange kennst du euch schon? 5 Jahre und sie 2 Jahre. Die Lilly möchte weitermachen. Sag doch mal, wofür du dankbar bist. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, in dem ich selber sein konnte und dass ich Menschen, Freunde gefunden habe, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich bin sehr dankbar für meine Schwester und dass sie mir immer geholfen hat, auch wenn es mal schwierig war in unserer Familie. Deshalb bin ich sehr dankbar für sie. Ist sie jünger oder älter? Älter. Wie viele Jahre? 6. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Faust drauf. Ich danke euch. Dankeschön. First of all, your names, guys. I'm Laurens. Laurens and John. So I'm grateful for Daniel lending me his bike today. Well, today I'm really grateful. I just fell a little bit. Okay. With the bike. I fell, but I didn't hurt myself, and the bike got a few scratches. But I learned a lot about not doing kind of reckless maneuvers. Yeah. Good learning, a little bit of pain, but. Okay, cool. So, Monsieur, für was bist du dankbar? Ich bin dir dankbar für die Channel, Davis Grimm, und diese auch noch kostenlos kann ich abonnieren. Bin ich Gott sehr dankbar dafür. Ah, okay, danke. Da haben wir doch mal zwei KandidatInnen gefunden. Hey, sorry, eine kurze Frage. Dich habe ich eh schon mal interviewt. Hofgarten. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Macht sie mit? Ja. Geil. Dann als allererstes nochmal dein Name, den habe ich mir leider nicht gemerkt. Anna. Anna, okay. Dann die Frage, wofür bist du dankbar? Also ich glaube auf jeden Fall meine Eltern, weil ich habe das Gefühl, die unterstützen mich immer und ja. Okay. Hey, bist du deinem Traum näher gekommen eigentlich? Jetzt weiß ich wieder, worum es ging. Ob du glücklich bist von 1 bis 10 und ich glaube, du hast so 8 gesagt oder so. Und aktuell, wie glücklich bist du? Ich glaube immer noch 8. Also mein Leben hat sich seitdem eigentlich nicht so wirklich verändert. Aber bist du dem Traum schon ein Stückchen näher gekommen, so ein bisschen? Schon. Also ich wollte einfach so, mein Traum ist eher so karrieremäßig. Mhm. Und ich fange jetzt an in einem Monat an mit der Uni und ich bin sehr gespannt und sehr glücklich. Also ja, mal schauen, wie es wird. Was wirst du studieren? Informatik. Okay, cool. Ja, ja, nice. Ja. Dann danke dir nochmal, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne. Willst du gleich weitermachen? Die Lea. Lea, freut mich. Dave Stream mein Name, und zwar die heutige Frage, wofür bist du dankbar? Ich würde sagen, für meinen Freundeskreis. Okay, gibt es eine besondere Freundin vielleicht, die du grüßen möchtest? Sogar die Anna, die da drüben steht. Okay. Weil wir sind jetzt schon seit 7 Jahren sehr gut befreundet und ich weiß, dass ich immer auf sie zählen kann. Gab es auch mal so einen fetten Streit? Nicht wirklich. Okay, nie wegen Jungs streiten, okay? Dein Name bitte. Sophia. Sophia, okay. Wofür, Sophia, bist du denn dankbar? Ich bin heute total fürs Wetter dankbar, weil ich habe hier schon öfter gearbeitet und da hat es geregnet und es ist einfach frustrierend dann. Und ja. Auch ich war jetzt auf 2 christlichen Festivals und die waren sehr schön, aber auch sehr anstrengend. Und andere Lebenswelten auf jeden Fall. Okay. Was waren das für Festivals? Christliche Festivals. Das eine heißt Freakstalk und das andere heißt Kite Life. Freakstalk heißt ein christliches Festival. Ja. Okay. Ja, interessant, interessant. Ja, genau. Bist du selber Christin? Ja, genau. Ja, okay. Ja, schön, cool. Und worum geht's bei diesem Freak-Festival? Freakstalk, also tagsüber hatten wir halt so
Workshops, also so Gesprächsgruppen oder Vorträge. Ja. Und dann hatten wir drei Bühnen und da gab es dann verschiedene... Das bitte kommen! Nein, nein, alles gut, alles gut. Ja, ja, und abends gab es dann Musik, ja. Okay, schön. Ja, cool. Dann danke dir auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast, gell? Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Erstmal dein Name. Chris. Chris, grüß dich. Davestream mein Name. Und die heutige Frage, wofür bist du dankbar? Ich bin für vieles dankbar. Ich bin für meine Eltern dankbar, für meine Familie, für meine Freunde. Mhm. Und dass ich hier auf der Welt sein kann. Und schön. Dass ich auch Spaß habe und so. Ja, cool, dass du einfach so Freude am Leben hast, sagst du? Cool. Genau. Dann, das war schon gewesen. Danke, dass du mitgemacht hast. Bam. Ja, cool. Ich geselle mich einfach mal so zu dir, okay? Cool. Ah, dann als allererstes mal die Frage, dein Name bitte. Sarah. Sarah, freut mich, dich kennenzulernen. Ja. David, mein Name. Hi. Und die heutige Frage ist, wofür bist du dankbar, Sarah? Krasses Thema. Also ich sag mal so, die meisten sagen dankbar für ihre Gesundheit, für ihre Familie, für ihr Dasein. Aber es ist bei mir, glaube ich, das Thema Familie tatsächlich, weil ohne meine Eltern, ohne das, was meine Eltern bis jetzt geschafft haben, wäre ich nicht hier. Meine Eltern haben das aus mir gemacht, was ich heute bin. Und fällt dir vielleicht noch irgendwas anderes ein, neben familiär, wo du so sagst, das wäre dir jetzt noch ins Gehirn geschossen? Meine Arbeit. Meine tatsächlich. Arbeit. Also ich habe jetzt sehr, sehr lange nach einer wirklich guten Arbeit gesucht. Ich bin gelernte Bürokauffrau. Das, was wir hier machen, das machen wir nebenbei. Ja. Und arbeite jetzt seit dem 1.5. in einer wirklich coolen Firma. Also ich, klar, ändert sich vielleicht aber auch wieder. Aber ich sag mal so, ich habe... ein mega Job. Ich bin mega dankbar für die Arbeit, die ich machen kann. Ich darf vieles machen. Ich habe krasse Verantwortung dafür, dass ich erst seit 3 Monaten da bin und Gehalt stimmt. Also da habe ich wirklich Glück gehabt und da bin ich echt momentan dankbar, dass ich die Chance hatte, da zu arbeiten. Sehr schön. Ist mal was anderes, weil bis jetzt habe ich auch immer halt gehört, Freunde, Familie, ja. Mama, Papa und so. Ja, es gehört immer dazu. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, über die man dankbar sein sollte. Natürlich. Zum Beispiel? Dankbar sein, Geld zu verdienen, dankbar zu sein, jeden Tag aufzustehen, dankbar zu sein, laufen zu können, ja, dankbar du sagst zu sein, atmen ja, zu dürfen. Ja, ja. Ja, das wollte ich auch an der Stelle nochmal sagen, dass ich die Gesundheit jetzt nicht irgendwie in den Hintergrund stellen wollte, nur heute wollte ich mehr so Themen behandeln, bloß nicht denken, dass ich dafür nicht dankbar bin, ich danke da jeden Tag dafür. Ja. Cool. Nee, dann danke, dass du mitgemacht hast, hat mich sehr gefreut. Soll ich dir aufschreiben, wo du es finden kannst? Sehr, sehr gerne, würde mich freuen. Ja, cool, hast du dein Handy gerade da? Dann erstmal die Frage, wie heißt du? Ich bin Mauro. Okay, freut mich, dich kennenzulernen, Mauro. Mein Name ist David. Und die heutige Frage, wofür bist du dankbar? Für viele Sachen in meinem Leben. Ich glaube, ganz spezifisch jetzt. Ich bin zum ersten Mal heute, dieses Wochenende in München. Okay. Ich dachte, die Stadt war mega schrecklich. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die Meinung gemacht habe, dass es ist eine mega coole Stadt eigentlich. Ach geil, okay. Sozusagen, du hast von vielen gehört oder dachtest, oh, das ist eine langweilige Stadt. Und jetzt findest du es aber ganz in Ordnung. Ja, das habe ich auch gedacht. Also ich hatte irgendwie nicht sehr gute Erwartungen. Und wieso? Ehrlich? Ganz ehrlich, ich bin schon in Süddeutschland gewohnt. Ja. Ja, Stock im Arsch, die Leute. Und das war nicht meine beste Erfahrung meines Lebens. Okay. Und ich sagte, okay, nochmal in Süddeutschland. Aber nee, die Stadt ist mega cool. Gefällt mir so sehr, wirklich. Nice. Wow, danke dir. Hat mich sehr gefreut. Die heutige Frage ist, wofür bist du dankbar, Ludwig? Dankbar bin ich dafür, dass ich hier in Deutschland aufgewachsen bin, dass ich Eltern hatte, bei denen ich aufwachsen, meine Geschwister, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die Freunde und auch die Lieben, mein Leben. Die Lieben? Die Lieben, ja. Ah, okay, sehr schön, sehr schön. Ist der Herr denn aktuell vergeben oder? Ich glaube schon, ja. Okay, du glaubst? Ja, ja, doch. Ich bin vergeben. Okay, okay. Wie lange denn schon? Es wechselt immer. Hast du eine offene Beziehung oder? Na, ich lebe meistens eher, wie nennt man das heute so schön? Polyamor. Ah, okay, ja, schön. Cool. Geil. Ja, ich müsste mal jemanden finden, der sich dazu bereit erklärt, darüber so einen kleinen Podcast zu drehen. Weißt du, finde ich sehr interessantes Thema. Ich glaube, dass viele Menschen, auch gerade die in einer festen Beziehung sind, sich das wünschen würden, aber sich das irgendwie nicht trauen oder das Ego denen einen Streich spielt, dass sie das eben nicht ausüben können. Ja, genau. Das ist schon ein ordentliches Maß an Offenheit, Vertrauen auch dazu und Ehrlichkeit. Wann hast du das für dich entdeckt, wenn ich fragen darf? Hast du das schon seit deiner Jugend, seitdem du 16 bist oder ist ein Ding vor 3 Jahren erst? Alter, wo ich das entdeckt habe.
40. Schön. Okay. Ja, cool. Dann danke dir, Ludwig, dass du mitgemacht hast, gell? Danke, David. Hau rein. Ciao, ciao. Subscribe his channel. Auf Wiedersehen.